Viele von euch haben danach gefragt, heute schauen wir uns gemeinsam das Fused Zamasu Event an. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und heute geht es wieder um Dokkan Battle und ja, Eternal God Distorter of Worlds, darum geht es. Viele haben mir in den Kommentaren geschrieben, hey, könntest du vielleicht das Event mit uns gemeinsam machen, dann einfach mal zeigen. Ich werde heute euch das Event rund um den Fused Zamasu machen oder mit euch gemeinsam und morgen oder übermorgen, jedenfalls die Tage kommt das mit Trunks definitiv auch noch. Ich habe beide schon geschafft und ich muss ehrlich gestehen, die sind gar nicht mal so einfach. Das ist tatsächlich so, dass man da ein bisschen aufpassen sollte. Grundsätzlich, solltet ihr Fused Zamasu gezogen haben, dann solltet ihr unbedingt The Ultimate Power of a God machen, denn dort könnt ihr einen Zamasu farmen, und zwar den Int-Zamasu. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich gerade einen habe. Ich habe nämlich schon 4 oder 5 gefarmt. Ja, da habe ich 3 Stück. Diesen könnt ihr farmen, einfach durch das Event. Er hat eine Drop-Rate. Und wenn ihr ihn in den Fused-Zamasu reinpackt, dann habt ihr eine 50%ige Chance, dadurch die Super-Attacke von Fused-Zamasu hochzubekommen. Das heißt, eine farmbare Super-Attacke, und vielleicht ist der Charakter an sich auch gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht so befasst. Auf jeden Fall, das Event. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr euer Team zusammenstellt? Erstens, Zamasu haut unglaublich stark rein. Das ist echt krass. Es könnte auch gut sein, dass ich in Dragonstone investieren muss. Ich habe es bis jetzt 2-3 Mal ohne Dragonstone geschafft, aber es ist nicht gar nicht mal so einfach. Über den I-Knopf könnt ihr selber immer einfach schauen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Was kann er? Also er kann unglaublich gut zuhauen und er kann aber auch ein bisschen gekontert werden. Und hier steht es, mit den Linkskill The Vegeta Family könnt ihr seine Attacken oder seine starke Verteidigung, nenne ich sie einfach mal, nullifying. Nullifying bedeutet, dass ihr sie aufhebt und dann könnt ihr damit so richtig Schaden machen. Das bedeutet, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich brauche Charaktere, die diesen Link haben. Ich habe mich für ein Team entschieden, was diesen Link nur einmal hat. Und zwar einmal mit den Int-Trunks, den ihr hier seht, denn den hatte ich schon auf Trans UR. Ist aber Super-Attacke nur 1 von 10, der macht nicht wirklich viel Schaden. Habe aber leider nichts, um seine Super-Attacke hochzubekommen. Und ich habe hier den Tech Super Saiyajin Blue Vegeta, der hat Super-Attacke 3 von 10, denn ich habe in ihn mein Agility Super Saiyajin Blue Vegeta reingepumpt, weil ich den Agility sowieso nicht benutzt habe und nicht gebraucht habe. Ansonsten besteht mein Team aus Super Vegeta als Leader, als Gogeta Super Saiyajin als Damage Dealer, weil er ja durch jede Verteidigung, beziehungsweise ja egal was für ein Typ der Gegner ist, haut er immer guten Schaden rein. Dann habe ich den Super Saiyajin 3 Vegeta damit am Start, denn er hat zum einen eine gute Verteidigung zum Blocken und zum zweiten eine hohe Chance zum Stunnen. Und dann habe ich wie gewohnt meinen meinen Super Saiyajin Vegito noch mit am Start, weil er einfach ein guter Blocker ist, guter Konter und so weiter. Bringt nicht ganz so viel in dem letzten Stage von Fused Zamasu, weil er dort halt Tech ist und Tech natürlich gegen Agility einen Vorteil hat. Ich habe noch den Strength Trunks. Ich hatte eigentlich lange überlegt, den zu nutzen, aber den habe ich noch nicht mal auf UR. Super Attacke ist genauso schwach wie bei meinen Int Trunks und Int macht zumindest ein bisschen mehr Schaden als an Tech. Aus dem Grund habe ich den gewählt. Also, als Freund nehme ich einfach mal einen Vegito Blue. Der hat Super Attacke 10, denn damit habe ich 6 Ki, denn alle sind Superklassen, damit habe ich plus 50% Leben, Angriff und Verteidigung bei allen. Und als Items nehmen wir mit, wir haben einmal Ghost Usher, wir haben Icarus, brauche ich 2 Heal Items. Ich habe einmal die Sensorbohne, wir nehmen mal beide mit, ja. Ich habe die Sensorbohne und Dente dabei. Ich könnte auch dazu wechseln, zum Beispiel Baba mitzunehmen, damit, weil ich habe kein Zieler mit in meinem Team. Oder vielleicht nochmal irgendwie einen Yemma, der 50% Schaden für eine Runde absorbiert. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme mal Heal-Items mit. Das heißt, in diesem Kampf ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass ich gestorben bin, weil ich mir gedacht habe, ach, das passt schon, das Leben reicht noch. Und dann kriege ich halt eine Superattacke von dem Fused Zamasu, der mir eben 120.000, 130.000 abnimmt. Und ich meine, das Team hat aktuell nur knapp 130.000 Leben, weil die meisten Charaktere halt noch nicht auf Max sind und noch nicht Dokkan Awaken, selbst die können. Ihr seht, okay, ich habe 158.000 Leben. Und wir fangen direkt damit an, dass wir hier mit dem Fused Zamasu dort haben. Wir nehmen den Vegeta an letzter Stelle. Grund ist relativ einfach, er kann halt die Attacken dort ganz gut blocken. Ich lasse mal den Blue Vegeta zuerst angreifen, denn er macht auch einen guten Schaden, so ist es nicht. Also es ist jetzt nicht nur, dass er nur wegen den Kontern da ist. Und wir nehmen mal die beiden, weil ich die Grünen bestimmt gleich für Vegeta brauche. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob in dieser Phase dieser Vegeta, also Vegeta Family Link schon funktioniert. Ich glaube ja. Aber jetzt in der ersten Phase ist der Typ physisch, ist nicht ganz so schwer. Gerade mit, ich habe 2 Strength-Karten dabei, das heißt, ich dürfte relativ guten Schaden an ihm machen. Ja, 351.000 hier mit Vegeta, kriegt nur 10.000 rein.
Leider macht mein Super Vegeta, also mein Super Saiyan 3 Vegeta nicht wirklich Schaden, ne? 89.000, aber er hat ihn gestunt und auf die Stunts bin ich sehr angewiesen. Ich bin hier weniger auf die Konter angewiesen, sage ich mal, vom Blue Vegito. So, er hat nur 39, das heißt, ich lasse meinen zuerst, weil meiner mehr Schaden machen sollte. Das dürfte eventuell auch schon reichen. Jo, perfekt. Dann kriegst du 4, das reicht auch für eine Attacke. Und wir müssen Vegeta mal in der nächsten Runde definitiv versuchen, mit Trunks in eine Runde reinzubekommen. Das ist nämlich relativ wichtig für den späteren Verlauf. So, Vegito Blue, warum habe ich ihn dabei? Ihr seht es gerade. Doppelte Attacken und er hat gerade zwei Ultis hintereinander mit 250.000 rausgekloppt und noch sogar einen dritten. Damit hatte er allein in seinem ersten Angriff noch einen Crit hinterher, diesen Zamasu sofort besiegt. Relativ gut in der ersten Runde durchgekommen. Ich glaube, ich habe so gut wie keinen Schaden bekommen. Das stimmt. So, und jetzt geht es los. Jetzt wird es interessant. Ich brauche einen Vegeta hinten. Ich mache mal schon mal einen Ikarus rein, weil er es mal ganz gerne schafft, mich direkt in der ersten Runde mit einer Ulti zu treffen. Und das tut richtig weh. Das heißt, du kriegst den hier, du kriegst den hier, weil es sowieso egal ist. Du kriegst die, machst aber auch nicht wirklich Schaden. Vegeta muss mit Trunks zusammen sein, um den Linkskill zu aktivieren. Okay, Glück gehabt, der hat mich ganz normal angegriffen. Das heißt, ich habe gut geblockt mit Vegito. Jetzt schauen wir mal. Ihr seht halt, Typenvorteil hatte Zamasu, das heißt, ich mache nicht wirklich Schaden. Noch ein Additional Attack mit einem Ulti. Ich habe ja beim Blue Vegito, ich nenne ihn jetzt auch immer Blue Vegito, beim Super Saiyajin Vegito habe ich ja auch schon ein paar Punkte in das Hidden Potential System investiert. Das heißt, da habe ich relativ viel Glück. So, ihr seht, warum ich Gogeta mit dabei habe. Der macht immer einen sehr, sehr guten Schaden. 200, 300.000 brauche ich. Und natürlich kriegt Vegeta jetzt sein Ulti ab. Das wird richtig wehtun. Ja, 58.000, das geht noch. So, Vegeta kommt nicht in der nächsten Runde wieder. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Was mache ich jetzt? Ich hoffe mal einfach, dass ich ihn stunne. Auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. Aber ich kann ihn nicht stunnen, wenn ich meinem Vegeta nicht genug Ki gebe. Also ich mache das einfach mal so, das ist eigentlich nicht so schlau. So, Vegeta geht mal darüber, weil den einen jetzt zu bekommen ist sowieso egal. Aber dann stunne ich ihn relativ spät, aber ich stunne ihn zumindest für die nächsten Runden. Ich muss gerade gucken, wie ich das mit den Ki mache. Weil, wobei egal, Trunks macht sowieso keinen Schaden. Dann machen wir das einmal so. Er braucht 3, das heißt, er kriegt die 3. Und ich mache jetzt schon mal eine Sensobohne rein, denn 70.000 werden sehr wahrscheinlich nicht dafür langen, die Runde zu überleben, obwohl ich Ikarus aktiviert habe. So, Trunks kann trotzdem eine Ulti machen, das ist okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und Vegito Blue kann auch eine Ulti machen. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt ein Ulti rauskloppt. Und natürlich nicht, schade. Weil den Ulti hätte Vegeta gut ablocken können. Und das Problem an diesem Vegeta ist, dass er hat halt den Link, the Vegeta Family, leider nicht. Das wäre ziemlich geil gewesen, weil damit hätte ich halt zwei verschiedene Link-Möglichkeiten. Ich habe ihn aber nicht gestunt, wie es aussieht. Nein. Schade, schade, schade. Aber ich hau mit dem Vegito Blue nochmal einen schönen Crit. Er hat auch nicht Trunks ein Ulti reingekloppt. Das heißt, sehr wahrscheinlich haut er ihn jetzt Vegito Blue rein. Nein. Ja, ich habe gerade richtig Glück mit den Crits und den Additional Attacks. Hat auch ganz normal angegriffen. Besser hätte es kaum laufen können. Ganz ehrlich, Jungs. So, das heißt, ich will ihn eigentlich gar nicht zur nächsten Runde kommen lassen, aber ich werde 2 definitiv abblocken müssen. Also lieber mit Vegito Blue abblocken, dann noch ein bisschen hier die Bubbles mitnehmen zum Heilen, weil ich werde ihn jetzt töten, das heißt, er geht in die nächste Phase. Also die Sphären sind sowieso anders. Er hat mich angegriffen, sehr gut, mit dem Konter kann ich ihn jetzt auch besiegen und wir sind jetzt in der letzten Phase. Und das ist gegen Merge Zamasu. Und er haut so mit 110.000, 120.000. So, jetzt geht's los. Und die beiden muss ich zusammen haben. Weil die beiden zusammen haben die Vegeta Family. Die Vegeta Family bringt halt ziemlich guten Schaden. Du bist Int. Ich hoffe, du hältst ein bisschen was aus. Wir machen mal das ganz schlau. Ich investiere einen Ghost Usher. Damit kann er mich jetzt nicht angreifen. Dann kann ich mich jetzt darauf konzentrieren, ein bisschen Schaden zu machen. Ich brauche ziemlich viele Bubbles für Vegeta. Und ich brauche mit ihnen definitiv einen Ulti. Das heißt, ich brauche 5. Hiermit habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das passt. Und der bekommt die hier.
Und somit habe ich jetzt die Möglichkeit, zu meinen Schaden rauszukloppen, weil ich ihn halt einfach komplett abgebrochen habe für eine Runde. Und aber zeitgleich auch die Möglichkeit, ihn gleich zu stunnen. Wenn ich ganz viel Glück habe, stunne ich ihn am Ende. Und ja, bei Vegeta lohnt es sich, der macht 242.000 Schaden, mit den Trunks eigentlich nicht, der macht gerade mal 100.000 Schaden, da habe ich Charaktere, die mehr machen ohne den Link. Und ich habe ihn gestunt, das heißt, ich habe jetzt zwei Runden Ruhe komplett und kann mich jetzt darauf konzentrieren, richtig guten Schaden rauszukloppen. So, du brauchst nur zwei, wir nehmen mal die hier, ich will die Int-Bubble nämlich gerne für Trunks aufbewahren. Du brauchst nur einen. Und du brauchst auch zwei, du nimmst alle roten, egal. Die anderen haben aber nicht genug, um irgendwie Schaden zu machen. Das würde natürlich auch Sinn machen, wenn ich jetzt eigentlich einen von den Vegitos zusammen mit Vegeta Super Saiyan 3 in einer Runde habe, weil ich damit natürlich immer jede zweite Runde einen Stun hätte. Den hatte ich jetzt in der letzten Stelle, heißt, er will für eine Runde länger wegbleiben. Aber das ist schon okay, denn ich habe jetzt einen Critical mit Super Vegito rausgekloppt, was auch ziemlich gut ist. Es läuft gerade echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe auch gerade relativ viel Glück mit Additional Attacks und mit den Stunts gehabt. So. Das bedeutet, ihr beide bleibt weiterhin zusammen. Du wirst hier 1, 2, 3 mal angreifen. Wer von euch hat mehr Verteidigung? Eigentlich Vegeta, aber du hast den Typenvorteil. Ich bleib trotzdem bei Vegeta lieber. Ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus. Wobei, nein, ich muss dich hier vorne haben, weil ich die ganzen Lilanen jetzt hier habe. Das heißt, du kriegst die alle. Puh, hau ich nochmal? Ja, ich hau nochmal einen Ikarus rein. Ich habe halt nur 140.000 Leben. Wenn Trunks jetzt nicht richtig was absorbiert, kann er mich halt mit dreimal hintereinander und einen Ulti kann er mich töten. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock und jetzt habe ich es richtig verkackt, denn Vegeta wird keine Ulti machen. Damn! Und der macht am meisten Schaden. Ah, egal. Dann haut dann zumindest ein bisschen Schaden raus. Oh, und Gogeta wird auch keine machen? Doch. Zack. Und das heißt, ich dürfte bei der nächsten Runde Dokkan Attack haben. Wäre natürlich super, Dokkan Attack mit Vegeta zu machen. Der würde richtig Schaden rauskloppen. Und da haben wir den ersten Ulti von ihm. 30.000. 35% Schaden absorbiert durch Ikarus. Ja, machst du 115. Nochmal 10.000 hinterher, 73.000 mit einer normalen Attacke ist okay, 13.000, ja, es wäre ziemlich knapp geworden, ich wäre wahrscheinlich gestorben. Soul Punisher, 202.000 und er ist schon in der letzten. So, das heißt, was machen wir jetzt? Wir versuchen ihn direkt in der ersten Runde zu stunnen, hauen dann halt ein bisschen Schaden raus, ich habe 81.000, ich gehe nur mal auf sicher. Sensu-Boden habe ich bis zum Erbrechen, das heißt jetzt nochmal einen Heal-Item daraus. Also 81.000 hatte ich, mal sehen, ob ich den gebraucht hätte oder nicht. Weil, wenn Vegeta ihn nicht stunt, ach scheiße, der hat auch einen Doken-Attack. Aber der haut da erstmal schön einen neuen Ulti rein, schön bei Vegeta rein, das ist gut, der kann das ab. Seine Verteidigung ist noch da, das heißt, er macht... Oh, seine Verteidigung ist abgelaufen. Da habe ich aber Glück gehabt. Das heißt, die Runden sind vorbei von Vegeta, er kriegt keinen Verteidigungsboost mehr. Hätte ich mich nicht geheilt, wäre ich jetzt noch nicht tot, ich hatte 88.000 Leben, aber ich wäre definitiv tot, wenn ich ihn jetzt mit dieser Attacke oder mit der von Super Vegito Blue nicht besiegt hätte. Ich gehe nur mal auf sicher. Gibt nichts Schlimmeres, als das zu machen und gerade im letzten Augenblick zu sterben, da investiere ich meistens in Dragonstone, weil ich einfach die Schnauze voll habe. So, jetzt haut Vegito das Ganze gut raus, zack, und das war's. Wir haben Merch Zamasu besiegt, kriegen 7 Awakening Medaillen, kriegen auch noch richtig schön EPs für meine zwei Charaktere, die noch nicht auf Max Level waren. Die Purge Mortals, nö. Und das soll das Event gewesen sein. Ich muss sagen, ich habe es zuerst mit meinem Fusion-Team versucht. Das heißt, wo ich Gotenks drin habe, wo ich auch den Gotenks physisch drin habe, also den Tech-Gotenks, den Super Saiyan 3. Und auch den physischen Gotenks, der sealen kann. Und muss sagen, das hat nicht funktioniert. Da habe ich einfach zu viel Schaden bekommen und bin tatsächlich gestorben. Wenn ihr Charaktere mit dem Vegeta Family Link habt, dann nutzt diese definitiv, nehmt einen guten Stunner mit. Ihr könnt auch zum Beispiel mit einem Mono-Int-Team das Ganze angehen, denn die letzten Phasen ist für Zamasu ja komplett auf Tech.
dann solltet ihr aber im Kopf haben, dass eben die erste Phase physisch ist. Das heißt, die würde vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Aber dann ist es definitiv machbar. So, das ist das 50 Stamina-Event rund um Fusion Zamasu gewesen. Ich bin sehr gespannt, ob es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Und natürlich eure Kommentare zu dem Ganzen. Und schreibt mir auch gerne, mit welchen Teams ihr das Ganze angeht. Und ob ihr sagt, ja, vielleicht wenn man den und den noch reinpackt, könnte das Ganze noch besser funktionieren. Ich habe den Future Sword Trunks oder wie der heißt, der Int, den habe ich nicht. Der war natürlich ein ziemlich cooler Charakter auch für dieses Event. Aber man kann ja nicht alle Karten haben. Also Leute, ihr könnt euch natürlich auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich selbstverständlich auch abonnieren, falls ihr auf Anime und Anime Games steht.